Guten Morgen. Oh, es ist so entspannend im Hintergrund, einfach so ein bisschen Zen-Musik. Oh, beim Dezember-Flash. Und ich glaube es nicht, ich bin nicht allein. Bei Obetchi spielen noch zwei andere Leute. Gerade jetzt, wo ich spiele. Zwei andere. Wer sind diese zwei anderen? Und warum spielen sie Obetchi? Aber davor haben schon so viele andere gespielt. Waren es immer diese zwei? Oder sind es immer unterschiedliche und er merkt sich das, wer gespielt hat? So viele Fragen. Egal, wir spielen Obetchi. Kannst du unter 5 Minuten gewinnen? Ich weiß es nicht. Kannst du mir erklären, wie das Spiel geht? Okay, wir müssen beide Punkte verbinden, indem man klickt und klickt gedrückt hält. Also, ne, so. Weißt? Ich hab doch gedrückt. Ach so, ich darf hier nicht. Ich habe keine Ahnung, was ihr von mir wollt. Okay, vielleicht müssen wir doch bewegen. Ich hab's schon verstanden. Ich bin doof. Man kann den Ring bewegen, nicht den Punkt. Okay, I see. Ich mag die Musik. Wollen wir noch mal gucken. Solche Spiele sind aber auch seit den letzten 10 Jahren durchs Internet richtig über rausgekommen. Das gab es früher ja nicht. Früher gab es so Shareware-Sachen und sowas, wo rumgesprungen wurde, aber diese Rätsel- und Logikspiele und sowas, wow, hätte ich nicht gedacht. Zwei Ringe und wähle und hol dir drei, okay. Ah nee, oh, ich muss ja zwei Ringe benutzen. Mein Gott, ich war zu gut. Oh, das ist ja. Das sind Regeln hier, wo ich dann denke, Mann, sag mir nicht, was ich zu tun habe. So, ich muss drei. Das heißt. Die anderen beiden, nein. Die anderen beiden dürfen nicht dazukommen. Ich habe euch nicht mit einem Ring reingeholt. Das ist ja, als ob ich Büffel einfange und dann fange ich welche und die anderen kommen freiwillig mit, weil die drei, die ich eingefangen habe, waren die coolen Kids. Und die sagen so, naja, wir wollen mit den coolen Kids mit auf eure Wiese. Wir wollen nicht mehr frei rumlaufen. Voll öde, ey, voll, ey. Und dann nein, geht weg. Oh Mann, oh. Und dann stehen die da rum und denken sich, was machen wir jetzt ohne die coolen? Und sagen sie, weiß nicht, eine Band? Und dann, oh ja. Wir sind die Büffel und keiner hört zu. Wir sind die Büffel, lass uns in Ruhe. Wir grasen den ganzen Tag und morgen gibt es Barbecue. Das reimt sich gar nicht. Ist doch egal. Ohne die coolen Kids muss ich gar nichts mehr reimen. Ey. Voll blöd. Drei Ringe, fünf. Oh, die Musik. Drei Ringe, fünf. So, zwei. Drei Ringe, fünf. Nochmal zwei. Einmal Spaß. Läuft voll smooth. Und guck mal, jetzt kriegen wir hier noch mehr. Die tanzen jetzt um die anderen herum, bloß der eine nicht. Der Lilane hier, der steht da einfach nur und guckt zu. Perversling! Nee, ist so introvertiert. Und nein, ich möchte auch mitmachen, aber ich traue mich nicht. Das bin ich. Und die anderen tanzen rundherum und Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Vielleicht ist das in der Mitte ja auch Wrestling und alle, ja, töte ihn, töte ihn, ringen. Oder sie springen aufeinander. Vielleicht ist es, ne, ich weiß nicht, ich sehe jetzt gerade darin so Leute, die sagen, los, töte, das ist ein Cockfight oder sowas. Und der da, das ist der Schiedsrichter. Genau, und der guckt jetzt zu, wie die anderen, sind das drei oder vier, die hier kämpfen. Und dann, wer wird gewinnen? 10 mit 4, okay. Eigentlich am Anfang ist es immer gut, viele zu holen. Jetzt haben wir 5. Aber ich muss 4, das heißt jetzt 2 am besten. Und jetzt nur noch einer. Also so schwer ist es nicht. Oh, ich habe zu wenig. Ich hab falsch geguckt. Entschuldigung, es tut mir so leid. Ja, die Hints sind so, naja. So, 4. Jetzt habe ich 7, oder? Mit 2 mehr Ringen, okay. Ja, congratulations, du kannst zählen.
Gucken wir mal, was jetzt passiert. Da haben wir wieder den einen, der sich nicht mehr bewegt. Da drücke ich mal rauf, passiert nichts. Und die anderen, da haben sich jetzt schon welche eingemischt. Jetzt sind die, jetzt die Gruppe größer geworden. Die in der Mitte kämpfen immer noch, aber die haben weniger Platz jetzt. Und, ne, okay, ich muss zugeben, jetzt sieht es aber nicht mehr aus wie Kämpfen. Jetzt sieht es aus wie so eine ringelreine Feier aus den 70ern. Weißt du, dieses eine Fest da, das gab es mal in der Werbung, wo sie so, so um einen Stab rumlaufen und da ein Bänder dran, dann laufen sie da rum. So ein bisschen wie eine Sekte, bloß in weiß. Sekten können weiß sein. Sekten sind meistens weiß, versteht ihr? Nein, aber, nee, so, oh, sieht das schön aus, aber auch unheimlich, weil diese Frauen mit ihren Kleidern da rumtanzen und die Männer lächeln und hin und her wippen, als ob sie durchgehend high wären, so ein bisschen. Und das meine ich nur. Aber irgendwie macht es auch glücklich. Ich freue mich, dass die glücklich sind. Ich weiß nicht, warum, was ich da mache, weil ich eigentlich sammle ich 10 Stück und ich entscheide mich für welche, die ich in die Mitte rufe. Und die anderen kommen einfach dazu. Also ich würde mich als zweite Wahl fühlen, muss ich zugeben. Wenn ich sage, warum kriege ich keinen Ring? Weil du nicht auf Piercings stehst? Ah, shit. Ich mag wirklich. Ich finde Piercings, ne, jetzt nicht, ja. Ist egal. 20 mit 5. Also am besten 4 mit jedem, oder was? Wir probieren es einfach mal. Wir machen jetzt einfach mal. So und haben 7 und so und haben 5. Muss man ja selbst zählen. Okay. Wir haben noch 3 Ringe und warte, ich brauche noch 8. Das heißt, jetzt brauche ich noch 6. Machen wir das. 4, jetzt noch 2. Ah, nein. Noch 2. Congratulations! Oh mein Gott, es wird echt schwer mit Mathe und so. Was haben wir jetzt? Die in der Mitte, die machen jetzt schon so eine Polonaise. Eine kleine Polonaise. Und die anderen tanzen rum und spielen Plumpsack. Aber die Polonaise interessiert das nicht. Und dann gibt es noch die Kinder, die um die ganzen rumlaufen. Und dann gibt es natürlich noch den Ringelreine-Kreis rundherum. Umbayana, umbayana, umbayana. Vielleicht sind das auch einfach nur Leute, die gefressen werden sollten von Kannibalen. Aber das werden immer mehr. Und jetzt denken sie sich die Kannibalen, okay, was machen wir jetzt? Das ist irgendwie, die nehmen das nicht ernst. Die tanzen und freuen sich. What the fuck? Zeit 1,37. Ich habe eine Gesamtzeit? Ihr könnt das auch in Vollbild und so spielen. Boah. So, ja. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz süß und schön, die Polonaise. Ich bin immer gespannt, wie das weitergeht in der Mitte. 30 mit 6 Ringen. Das heißt, 5 pro Ring wäre ganz gut. Aber ich gucke einfach mal. 7, das heißt, jetzt wären 5 besser. Jetzt habe ich schon 16. Oh mein Gott, 23. Wie viel brauche ich? 30, ne? 23... 25 und jetzt noch 2. Oh mein Gott, die Musik hat sich geändert. Oh, es ist so richtig, als ob ich das geschafft hätte. Es ist voll befriedigend. Als ob dieser Jingle einem sagt so, hey, du bist doch nicht ganz scheiße. Guck mal da, jetzt geht's rum. Jetzt langsam wird's aber auch pervers, muss ich zugeben. Na, guck mal. Die in der Mitte werden immer weiter zusammengedrückt. Das ist ein bisschen diese Wärme, die jetzt hier entsteht. Weil als ob in der Mitte... Vielleicht ist das ja auch der neue Film von Human Centipede. Ich weiß. Und da gibt es dann mehrere. Aber auf jeden Fall in der Mitte gibt es so Polonaise, die immer enger zusammen sind. Da würde ich auch irgendwann sagen, jetzt komm, es sind Kinder anwesend. Jetzt. Aber damit die Kinder das nicht sehen, machen jetzt noch eine... ne? Menschenreihe, Polonaise rundherum und dann noch schützend da rundherum auch noch ein paar. Und die Kinder laufen hin und her. Lass uns gucken. Mann, wir wollen auch gucken. Hallo, wir leben im Internet. Und die Kannibalen gehen weiter auseinander und denken sich nur so, okay. Und dann ein Kannibale sagt jetzt so, warte mal, können wir nicht einfach sie das machen lassen und dann kriegen wir immer neue Kinder zum Essen? Ganz frische Kinder. Also Babys. Wie Lämmer.
Wir essen Lamm, die essen Babys. Ist ähnlich, ist gleich. Und jetzt merken sie so, warte mal, das ist clever, wir züchten uns einfach Weiße. Und die hier haben voll Spaß, weil sie werden gefüttert, sie müssen nur essen und vögeln. Wie Tiere. Ha, so schlimm ist es alles gar nicht. Gucken wir doch mal. 40 mit 7, okay, 40. 8, 16... Oh shit, schon wieder 23, ja, geil. 29. Jetzt brauche ich noch 5. Und jetzt 3. Haha! Oh. Wow. Wow, was war das denn plötzlich für eine geile Mucke? Wow. Das ist ja richtig, spielt OBG, ey. Und es gibt auch das neue Spiel, Yofi, für iPod, Android und iPhone. Das kann ich nicht hier spielen. Das muss ich mir jetzt runterladen. Na toll. Naja, und ihr könnt euch verbinden mit Facebook, um anderen zu zeigen, wie toll ihr doch seid, darin Kannibalen darzustellen. Okay, jetzt hat sich aber einiges verändert. Die in der Mitte sind immer noch sehr dabei, aber da rundherum haben sich ein bisschen aufgelöst, weil sie sich gedacht haben, ach, Kinder müssen das sowieso früh lernen. Ich denke mal, die Kannibalen werden sie mit, sobald sie in die Pubertät kommen, ne, müssen sie sowieso sich, das ist wie bei, wenn wir Tiere haben. Sobald ihr könnt, müsst ihr euch fortpflanzen, weil sonst habt ihr keinen Wert. Und die Kinder gehen jetzt so ein bisschen, gucken da durch, sehen schon so ein bisschen. Die anderen lösen sich langsam auf und man sieht auch, die äußere Reihe ist dann auch schon so ein bisschen. Warte mal, aber es sieht so aus, als ob sie langsam Kannibalen selbst werden. Vielleicht vermischen sie sich. Boah, da gibt's total viele Geschichten. Das wird voll noch Drama und so. Menschlichkeit, denn jetzt verliebt sich ein Kannibale in einen von denen hier und dann kriegen die auch Kinder und sagen sie, müssen wir das jetzt essen oder nicht? Und dann sagen sie, oh, du darfst nicht, wir dürfen uns nicht mischen. Und die Kannibalen merken dann so, vielleicht sollten wir nicht unsere eigenen Leute essen. Und dann werden die alle selbst Kannibalen hier, aber irgendwie auch nicht. Und dann kommen da Leute und sagen, warte mal, seid ihr Kannibalen oder nicht? Und dann, das wissen wir nicht, hahaha. Und dann essen sie ihn manchmal und manchmal nicht, kommt drauf an, wie gesund. Und das ist voll cool. Das wird eine Serie. Und trotzdem wird jeden Tag gevögelt. Das wird eine Serie auf HBO. 50 mit 8. Ich muss mir nur 50 merken. 15, 25, 34. Oh, ich glaube, ich habe einen weggemacht, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe nämlich nur 40. Okay, ist egal. Oh, ich mache 50, oder? Wie viel waren das? Ich habe nicht drauf geachtet. Nein, ich habe nicht drauf geachtet. Waren das 4? Ich kann nicht mehr gewinnen. Es tut mir leid. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich war durcheinander. Okay, 50. Es tut mir leid. 6. 19. Ich bin schlecht in Mathe. 25. 30. 33. 43, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt habe ich es gesehen, jetzt brauche ich noch 3. Oh, so schön. So schön. Oh, so schön, wenn man high ist. Ich bin nicht high. Hätte ich vielleicht vorher dran denken sollen. Man sollte immer high aufnehmen. Nein, ich finde, Leute, die high sind, meistens nervtötend. Ja, ja, jetzt sind alle frohlockend. Alle sind glücklich. Die Kinder gehen schon über zu den kannibalischen Ringen. Das heißt, das ist der Übergang zu dem Frieden. Die Mitte wird intensiver, aber auch gleichzeitig voller und freier. Einige Kannibalen haben sich darunter gemischt. Es ist einfach nur Frieden, Freude. Und das heißt, wir müssen uns nicht gegenseitig essen, um zusammen zu sein, zu überleben. Man kann sich auch einfach zusammentun und andere essen. Warte. Egal. 60. Wir haben 11. Was?
Was waren das? Ich glaube 6. 17. Oh mein Gott. 34, oder? Ja, 34. Wie viel brauchte ich? 60, ne? Okay. 40. Machen wir so. 45. Ich kann das ganz schlecht lesen. 51. 55. Jetzt noch 2, wenn ich es richtig gesehen habe. Wuhu! Es gibt noch ein Level. Das kann man voll schlecht sehen. Das ist anstrengend. Das ist Mathe und Gucken. Oh nein, was gibt's da für ein Problem? Die Kannibalen sind weiter zurückgegangen. Aber was haben sie alles vermischt? Seht ihr, wie sich alles vermischt hat? Man sieht nur noch ganz selten reine Kannibalen oder reine Nicht-Kannibalen. Und die Mitte, die tanzen jetzt richtig mit. Es gibt so zwei Reihen der Liebe und immer mehr Kinder rundherum. Ah, so frohlockend. Es gibt keine Arbeit, es gibt keinen Hass. Es gibt nur leckere Menschen. Und das könnt ihr jetzt sehen, wie ihr wollt. Ach, ja, kaum einen machen wir noch. Die Geschichte muss ja auch ein Ende haben. 75. 16. Oh, 30. 46. 57. 63. Wie soll ich denn das schaffen? 63. 67. 70. Ich glaube, jetzt habe ich 70, oder? Ja. 72. Und jetzt noch ein. Du da hinten. Wuhu! Ja. Das ist die neue Season. Das ist ein kleiner Teaser für die nächste Staffel. Es gibt auch Probleme. Eifersucht. Und Herzinfarkte. Und Austrocknung und Vergewaltigung teilweise. Und ja. Weil, wie ihr seht, sind die Kannibalen sehr wenig geworden. Nur sehr, sehr wenige sind noch auf der Seite. Das hat sich alles gedreht. Einige tanzen noch darum und sagen, hallo, hatten wir nicht eigentlich was anderes vor? Alle anderen sind in die Mitte gerast. Alle anderen haben gesagt, ach, wisst ihr was? Ich bin einfach so verliebt. Wir sind einfach so eins. Und sie sind alle in die Mitte. Bloß wie ihr seht, ist jetzt die ganze Mitte, genau ganz in der Mitte, ein bisschen zu viel geworden. Es wird einfach so ekstasemäßig voller das Leben ausgeschöpft, dass sie vergessen, dass das Leben nicht nur eitler Sonnenschein und Liebe und Sex und Essen ist, Menschen, sondern auch andere Sachen, wie zum Beispiel schlafen und duschen und so weiter. Die in der Mitte auf jeden Fall, sind jetzt schon so ein Blob geworden. Sie haben sich schon so verbunden, sind so eins geworden, dass sie gar nicht mehr raus können, gar nicht mehr wollen. Die sind so gefangen in ihrer eigenen kleinen Welt, in ihrer voller Lust und Liebe, dass sie, ja, von alleine high sind, aber auch langsam sterben. Wie wird das enden? Ach komm, was soll's? Was soll's? Gucken wir, ob es ein Ende gibt. 60. Warum geht's plötzlich runter? 12. 27. 41. Ich musste kurz gucken. 53. Wie viel sollte ich schaffen? 60. 53. No way to win. Oh, ich habe noch voll viele Ringe. Das war das Problem. Hehehe, 60, okay. Ich muss weniger machen. 12. 21. 27. 31. Oh, fuck. 40. 42. 45. 51. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich am besten 3 immer. Oh. Warte, was habe ich jetzt?
Jetzt brauche ich noch... 7 brauche ich jetzt noch, oder? Ja. Das heißt... Ein noch. Ein. Nur ein. Wer will? Du. Oh, alles wird gut. Und am Ende haben wir gelernt, die Natur wird sich immer wieder ausgleichen. Guck mal, wie diese Verbundenheit von innen und außen gemacht wurde, wie es wieder ausgeglichen wurde und alle mittanzen und sagen, guck mal, wir sind alle eins und jeder wird einmal wird dazu getan, aber der äußere Ring hat sich auch wieder verstärkt. Die haben sich zusammengesessen, haben miteinander geredet und haben sich haben angesprochen, die Problematik. Und so wird es einfach ausgetauscht und es gibt jetzt ein Yin und Yang. Wie schön. Und trotz allem, was hier immer wieder gleich ist, die spielenden Kinder. Vergesst das nie. Kinder sind unsere Hoffnung. Bis sie dann gegessen werden oder in die Mitte kommen und sich fortpflanzen. Sonst habt ihr keinen Grund zu leben. Positiv! Spielt Obechi! Es ist ein schönes Spiel. Und die Musik macht einen glücklich. Und wenn ihr einfach nur denkt, das sind Punkte, die für euch tanzen, weil ihr ein Gott seid, habt ihr vielleicht auch ein besseres Gefühl, wenn die denn tanzen, als ich, wo ich jetzt das Gefühl habe, dass die alle verdammt sind. Aber das ist ja auch einfach mein Hirn. Also mein... Ist egal. Ich gucke jetzt einfach oh mein Gott, hypnotisierend irgendwie. Das anzugucken. Wie sie alle tanzen und... Ah, irgendwie will ich da jetzt auch mit sein. Und am nächsten Tag aufwachen und denken, fuck, was war letzte Nacht denn los? Und dann müssen wir alle zum Arzt. Weil einer ist der Vater und der andere hat Herpes. Bis dann. Ciao. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich.